Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Auswanderer Türkei. Ihr interessiert euch für Videos rund um Side, Kumkuy und Efrenseki, dann seid ihr hier genau richtig. Heute wollte ich mal zeigen, wie schwer oder wie leicht es ist, mit dem Rollstuhl zurechtzukommen. Seit 2013 bin ich an einer Nervenerkrankung erkrankt. Sitze seit 2018 im Rollstuhl. Meine Situation hat sich zwar etwas verbessert, aber trotz allem gibt es noch viele Schwierigkeiten. Also kommt mit, ich zeige es euch einfach. Auf alle Fälle kann man sagen, Side ist nicht unbedingt behindertengerecht. Man hat hier sehr hohe Bordsteinkanten und diese Rampen, die dort angebracht sind, die schafft man ohne fremde Hilfe nicht. Hier mal ein kleines Beispiel. Wie ihr seht, sind die Fluchtwege sehr, sehr schlecht teilweise, dass man nur auf der Straße fahren kann. Es wird etwas gefährlich, aber es geht, es funktioniert. Hier in Side sind die großen Straßen durch einen Grünstreifen getrennt. Das macht zwar die Verkehrssicherheit erhöhen, aber für einen Rollstuhlfahrer, der muss sich natürlich überlegen, wenn er die Straßenseite wechseln will, wo und wann er das tut.
Ja, wie ihr im Hintergrund seht, sind wieder hier Berge. Das ist hier in Siede ganz normal. Hier geht es immer bergab und bergauf. Und hier bin ich immer auf Hilfe angewiesen. Ohne den geht es nicht. Aber hier habe ich 100% immer Hilfe. Es kommt immer jemand her. Wenn ein Auto anhält, mir helfen tut. Aber sehr oft. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen zeigen, mit welchen Problemen wir hier täglich mit unserem Rollstuhl zu kämpfen haben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht einen Daumen hoch oder lasst ein Abo da. Ihr wollt unseren Kanal zusätzlich unterstützen? Dann bucht doch euren nächsten Urlaub über den Link in der Videobeschreibung bei Check24 oder wechselt Gas, Strom oder eurem Internetanbieter. Ciao! Sagen eure Auswanderer aus Siede.